Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft-Fakten, die du wissen solltest. Ich habe mir hier 5 Sachen rausgesucht, die man eigentlich wissen soll. Und ja, sieht schon heute am Samstag, weil ich Mittwoch im Urlaub war. Hier habe ich die Folge einfach auf Samstag verschoben. Aber trotzdem, gehen wir mal los. Wenn ihr sagt, wisst Minecraft war ein bisschen deutsch, dann schreibt mir per PN. Und wenn er für Griechisch oder gut ist, dann wird er mit so eingeblendet und ich habe ja dabei, ob es für Minecraft Fakten oder für Minecraft Fakten, was Gottes ist, einfach zum Raussuchen. Gut, dann geht's jetzt los. Nummer 1. Die ersten 3 Dinge sind, wenn Creeper zum Element Schaffner schreibt. Erstens, man kann das Halsband von hinten färben. Zweitens, wenn man Monster zum Skelett einen Hemd aufsetzt, bekommt die am Tag nicht. Und drittens, wenn du zum Beispiel einen Schwert am Block abbaust, dann fehlt es der Härtekräfte, dass es als Werkzeug war. Und das sind 3 Fakten, die man eigentlich wirklich wissen muss. Einmal ein Hund hier, wenn wir jetzt 10, dann haben wir dieses Halsband hier. Weiß ja schön, ich kann grünen Leim drauf draufklicken, dann kommt grün färben mit dem Rot, also vorher auch. Oder im Blau. In Blau färben. Und ja. Eine ganz coole Sache. Hier schon braune Haare überall. Aber ja. Dann als nächstes. Wenn wir das jetzt hier gehen und jetzt hier. Zombie spawn. Dann Helm drauf. Dann seht ihr schon. Wer kriegt ein Tageslicht Schaden. Ein Helm auch, das geht auch bei Skeletten. Aber wenn wir einen Helm aufhaben, dann will ich keinen Schaden durch Tageslicht. Und als dritten Fakt vorbereitet. Nämlich wenn wir jetzt hier gerade mal hier mal 0 gehen. 0. Hier so ein Timeswort haben, dann können wir es abbauen. Seht ihr schon. 1559 von 1561 hat er 2 Damage genommen. Wenn wir so weitergehen jetzt hier so, jetzt haben wir 1050, jetzt auf 52 gehen, jetzt auf 51, geht immer so weiter, das heißt immer in 2 Schritten. Aber das wird den falschen Block abbauen, ein Werkzeug. Das gleiche wird aber als Spitzhacke sein. Man braucht jetzt hier aber zum Beispiel hier eine Schaufel, haben wir mit dem Block abbauen, dass ihr das genau das gleiche. Gut, dann geht's jetzt zu Fakt Nummer 4. Die viele Sache ist von 64 vor der 1-1er schreibt, wenn man bei Unsichtbarkeit eine Rüstung anhat, bleibt sie sichtbar. Und diese Sache ist korrekt. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier Rüstung an, wenn ich jetzt immer die Stability Ausschnaufe werfe und dann 5 machen, dann seht ihr, ich bin unsichtbar. Ah, die Rüstung bleibt erhalten, wie das Item in der Hand. Das heißt, ihr müsst dann, wenn ihr den Effekt richtig ausbilden wollt, also nach mir ausziehen, wollt, dann müsst ihr echt die Sachen hier ausziehen, denn sonst sieht man echt eure Rüstung. Und ja, dazu fangen wir es. Und die letzte Sache heute ist vom Stackball 22 und er schreibt, Blast Drop nur, wenn er mit einer Silk-Dash-Pickaxe abgedeckt wird. Und diese Sache ist ziemlich gut. Nämlich, wenn wir kurz gehen hier, und jetzt eine Silk-Dash-Pickaxe abgedeckt wird. Jetzt hier ein Glas abbauen, also normal geht das ja nicht, wenn wir ein Glas abbauen würden, und Spitzhacke, dann wird das Glas nicht. Das ist der Spitzhacke, aber hat das Glas und dann ist der Fakt. Also hier Fakten wünsche ich mir echt für die Folge hier. Das sind richtig gute Fakten und gut wissen. Das ist das gewesen von der heutigen Folge. Meine Fakten, die du solltest, wenn euch das gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren vergessen. Bis